So, da sind wir wieder, der verflixte siebte Part. Und wir begeben uns jetzt mal, wir holen erstmal den Stern hier noch. So. Und dann gucken wir mal, hier gab es ja weiter nichts. Was wir mit unserem, mit der Fernbedienung machen können, ne? Ihr erinnert euch, die haben wir, auch mal ein bisschen schneller. Die haben wir ja neulich, in dem Raum jetzt, wo wir glaube ich reinkommen, genau hier, haben wir ja die Fernbedienung bekommen. Und wir hatten ja in einem der ersten Räume einen Fernseher. Wo man klein war, hat man den stromig gemacht. So. Aber er ließ sich nicht anschalten. Das werden wir eventuell jetzt ändern. Weil wozu sollte eine Fernbedienung sonst taugen, wenn nicht für einen Fernseher? Da probieren wir jetzt mal hier diese Tür aus. Entschuldigung. So. Genau, ah, seht ihr da. Und? Fast wieder zusammengesetzt hier. Oh, das Goofy-Bild. Ah, das sind die tollen Sachen hier. Das wird doch nicht. Aber da haben wir schon so ein paar Sachen eingesammelt hier. Okay, also. Dann komm. Also. Jetzt muss ich nur mal kurz sagen, ich glaube, das war der Raum, ne? Ne? Nee, das war der mit dem Sparschwein, oder? Aber das können wir ja auch gleich mal probieren. Vielleicht geht's diesmal. Aber jetzt haben wir ja Kohle. This is a tricky one. Aber das ist nämlich der. So, jetzt. Yeah, los. Katsching. Ist größer geworden, ne? Wahrscheinlich sprengt es dann das Sparschwein weg. Wobei ich nicht verstehe, warum man dann nicht einfach das Sparschwein auf den Boden donnert. Ja, lass mich raten, es fehlt noch einer. Aber wissen wir schon mal, wie es funktioniert. Gut, vielleicht finden wir irgendwo noch. Money, money, money. Komm, bald mal ein bisschen. So. Warum ist hier das Licht schon wieder aus? Gee, what's this? Ja, so. Das haben wir beim ersten Mal nicht gemacht. Gucken wir mal, ob das jetzt. Okay. Wir machen mal, aber wir haben ja noch genügend. Hmm.
Bam! Ja, da müssen wir doch gleich mal ausprobieren, ja. Sorry, dass ich jetzt hier hin und her laufe, aber... Hallo? Soll ich jetzt Angst haben, oder was? Hm? Ja. Wir sprengen jetzt das Sparkschwein. Go! So, den kann man gleich mal mitnehmen. Genau. Na komm schon. Die magische 3. Da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich schon ein bisschen brutal, ne? Wie das gerade gequiekt hat. Ja, Hauptsache Miki freut sich. Andererseits, ne? Warum hast du das Ding nicht einfach auf den Boden gekloppt? Jetzt die Kohle behalten können. Also, seit ich das gemacht. Aber gut. Ich habe ja auch keine Milliarden auf dem Konto. Und eine unlimitierte Kreditkarte. Ne, Herr Maus? Okay. So, auf jeden Fall haben wir jetzt na sag schon, das Teil hier für die Dingens. So. Hallo. Ich muss jetzt wieder das Ding anmachen oder was? Watch this. So, dann können wir hier das Licht anmachen. Okay. Ja, und dann kommen wir hier durch. Ja. Ein Mach halt. Hm? Ja, whatever. So, mein Freund. Jetzt bist du fällig. Jetzt guck mal hier schön. Schön Fernsehen hier. Schön Proleten-TV. Komm, du hast heute Fernbedienung. Lass dich nicht so feiern. Bam! Geht doch. Och, cool. Cartoons? Wow! Ja. Ach, die alten Klassiker. Oh! Ne? Erinnert uns an irgendwas? Oder schon zu früh gemacht vorhin? Kuchen! Was jetzt? Ja. Oh ja. Wollen wir schon mal dabei sind, wa? Wollen wir jetzt auch Kuchen essen? Für 3 Sterne. Ein 3-Sterne-Kuchen.
pennt ja wieder ein. Junge. Lass mich rein, jetzt kommt gleich eine Kuchenbiene vorbei. Was ist denn jetzt? Okay. Mod 7 Effekt. Tanz mit Miggy. Sieht ihr Miggy's Tanz mit der linken Seite aufmerksam an, verwenden und wie ich sowas liebe. Okay. Alles klar. Ja, ich war ein bisschen zu spät bei den beiden, aber ist okay. Aber das war jetzt nur ein Beispiel, ne? Ah, jetzt rockt er hier die Scheiße. Peace out. Oh, geht noch mehr. Uiuiui. Lass mich raten, 3 Runden. Nee. Nee. Voll drauf, schon so ein krasser Checker hier an der Disse. Auch zwei Runden, sehr gut. Wie verpatzt. Ey, das war doch nur ein Beispiel. Ach komm. Na ja, gut, wird wenigstens aufgeladen, auch gut. Ja, komm, wach wieder auf. Das ist aber unfair, dass das Tutorial-Beispiel, dass das dann auch zählt. Das ist in Ordnung, ja. Hallo. So. Aufstehen. Mich aufstehen. Okay, da gibt es also nichts. Das war einfach nur so ein Bonusspiel, wo man ein bisschen aufladen kann. Aber gut. Aber wir erinnern uns an den Film. Da werden wir das jetzt ja nochmal mit der Dingens machen. Also wir müssen diesmal wieder hier das mit den abgerissenen Henkeln machen. Gucken, dass wir hier noch aufgeladen kriegen. Hier ist nichts zum Aufladen, da müssen wir Moment. Da müssen wir hier nochmal. Wenn
dann will ich hier schon ordentlich aufgeladen haben. So, hier ist doch was. Ja, bitte. Okay. Genau, jetzt gehst du mal da lang. Jetzt machen wir das, den Trick hier noch. Wir lassen mal diesmal den Geist wieder raus, weil wir haben jetzt auch genügend zum Ausweichen. Da war ja, wir erinnern uns, dann so ein Wegrennteil, aber damals hat man keine Sterne mehr. Jetzt haben wir ja noch Sterne. Müsste eigentlich reichen. Da glaube ich jetzt einer zum Aufmachen, ne? Sonst kickt dann ja wieder nur raus. So. Jetzt mal gucken, dass wir hier. Bitte, bitte. Nummer 6. Sehr gut. Dann dürfte man eigentlich auch genug haben für die Sache mit der Endo mit dem Flugzeug. Nimmer. Das allerdings würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Gehen jetzt schon mal hier ein Stück weiter. So, und dann geht er durch. Denn wir haben ja aber eine Zeit, ja, ist auch schon wieder okay. So. Dann verabschiede ich mich schon einmal von euch. Bis zum nächsten Mal, dann wird es, lass mich lügen, Part 8 sein. Dann gehen wir da rein und stellen uns der Gummiente. Ja, bis dahin, danke fürs Zusehen, hier bei Telegonga, macht's gut.